Kriegsgefangene, okay, ich glaube, das ist noch nicht die Mission. Die nächste Phase ihrer Mission ist eine Rettungsaktion. Wir haben erfahren, dass einige Piloten der 8. Air Force über Monte Cassino abgeschossen wurden und nun dort gefangen gehalten werden. Wir wollen nicht, dass sie bei einer Bombardierung als Verlust gebucht werden. Sie alle haben ein Gratis-Ticket nach Hause für die Manon. Aber, oh Gott, aber erst noch muss ich abrübsen. Aber erst müssen sie sie rausholen. Finden Sie und befreien Sie den kommandierenden Offizier der Gruppe. Helfen die mir auch? Wahrscheinlich wird er von den Deutschen verhört. Wenn er frei ist, kann er Ihnen helfen. Oh, aber genau das wollte ich. Die anderen zu suchen. Und helfen wir dir dann beim Abschießen? Dürfen die nicht abgeschossen werden? Wahrscheinlich. Bestimmt musst du die retten und dann dürfen die nicht abgeschossen werden oder so ein Scheiß. Und dann hast du die Mission verkackt, wenn die abgeballert werden. Ah Gott, ey, ich sehe schon kommen. Sie werden in Deckung gehen müssen, während er die Schlösser und der Zellen seiner Kameraden knackt. Erinnert mich an Mission Nummer 1, wo du doch deinen Bruder hattest und die ganze Zeit dann klack, 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 klack und du ihn beschützen musstest. Also, ja, okay, es ist sowas. Fuck. Es ist wichtig, dass alle Piloten kommen, bevor die Bombardierung beginnt. Na toll. Sobald die Piloten frei sind, wo wissen die überhaupt, wie viele da noch übrig sind, müssen die, und am meisten, die abgeschossen wurden, warum haben die das alle überlebt? Das ist doch, wenn die abgeschossen wurden, abgestürzt sind, müssen die nicht alle überlebt haben? Egal, müssen Sie die Kommandozentrale finden, die sich vermutlich versteckt im Kloster befindet. Obwohl wir die deutschen Stellung unter starken Granatenbeschuss genommen haben, läuft dort noch alles geordnet ab. Wir vermuten, dass die Kommandantenzentrale im Kloster selbst ist. Finden und zerstören Sie die Zentrale samt Besatzung. Ja, das machen wir. Der Kampf geht weiter. Hoffentlich geht der Kampf weiter. Lebend. Wenn die mir wiesen, ein bisschen Munition geben, weil ganz am Anfang in der anderen Mission, ey, wo kaum Munition hier, ne? Einige Grote, was hat es einen scheiß Granatenwerfer gibt. Haben wir die gleichen Waffen? Warte, ja, wir sind ein davon. 1-0? Habe ich exakt die gleiche Munition mitgenommen? Wäre realistisch, ne? Aber irgendwie, keine Ahnung. Mal so und mal so. Befreien Sie den Captain, befreien Sie die Piloten, schütze den Captain, ja, was ich mir schon gedacht habe. Zerstöre den Kriegsraum und was? Kommandooffiziere eliminieren. Okay, einfach nur labern dann. Keine Ahnung, im schlimmsten Fall, ihr wisst ja, wir gehen wir mal zurück, ne? So, warte, haben wir noch eine Pistole gehabt? Warte, 43, ja. Hätte ich nicht so verschwenderisch sein sollen mit meinen Waffen, ne? Und einfach rumballern. Jo, jetzt mal gucken, wo geht's weiter. Die Musik hört sich doch so ein bisschen an, als wenn es die Musik ist. Diese Dü-d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 ü
Na, komm doch schon, ne? Komm, 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 komm. Nein. Keine Gegner? Doch, so schlecht sogar, dass die wirklich vor mir spawnen. Ist das schlecht, ey. Blöden Typen, ey. Ja, warte, warte, warte. Lass mich doch nur ansprechen. Ist überhaupt einer? Vielleicht auch Munition hier drin, ne? Du stumpf. Steht einfach nur Gefangener befreit und ja. Da ist gar keiner drin. Oder er rennt einfach sofort weg. Da muss ich bestimmt noch rein. Aber da können wir nur was weiß ich ja wieder zurück, ne? Das war mir klar, dass wir jetzt aus dem komischen Raum kommen. Aber nicht, dass du aus dem Raum kommst, Mann. Schön, dass sie spawnt, aber hört auf, genau vor mir zu spawnen. Okay, war wieder nur Gefangener. Schon wieder nur ein Gefangener. Ich bin nur so lustig, wie die immer glauben. Ah. Hey, danke. Du warst nützlich. Hallo? Danke. Komm, renn. Danke, ja. Bloß renn wieder so bescheuert. Mann, immer wie kann man so bescheiß rennen, ey? Kopf so komisch nach hinten klingen. So komisch rennen, ey. Und kommst du, mein Pilot oder der Pilot oder. Was ist du überhaupt? Hallo? Hallo da? Läuft dein Skript nicht oder was? Oder bist du schon weiter gelaufen und ich habe das nicht gesehen? Also, ich gleich, wenn kommt, der Pilot wird angegriffen. Okay, hier ist eine Sackkasse und Dunkelheit. Maximale Dunkelheit, ich kann wieder nicht sehen. Ja, maximale Lautstärke, das hat natürlich was ganz anderes, ne, als wenn man hier das so leise hört. Da macht man richtig hochdrehende Musik hier, aber ich weiß gar nicht, kriegen konnte die Matches? Nö, ich glaube, der hat auch in der Playlist stand nichts und konnte die Treffer, also ist es frei, die zu nehmen, aber. Naja, ich könnte jetzt irgendwelche Videoprojekte nehmen, aber für zu Trackmania zum Beispiel eignen sich das nicht so gut. Passt die Musik nicht so ganz. Oh, wo geht's denn hier weiter? Muss ich wieder zurück? Hat dann, will er ein anderes Ding knacken? Ich weiß es nicht. La 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 la. Hallo, hier waren wir schon. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß nicht, ist der Typ zurückgegangen? Hier kamen wir her. Hier haben wir den Typen rausgeholt und hier ist auch eine Tür. Achso, okay, das ist die Tür, die da reinführt. Das sehe ich schon wieder los. Etwa, wir haben einen Skriptfehler verursacht und der Typ ist jetzt einfach irgendwie weg. Oder ich bin aber nur gerade wieder zu dumm und gehe in die falsche Ecke. Ist auch nichts, hier waren wir auch rüber gewesen, ne? Befreie den Captain, befreie die Piloten, befreie. Schütze den Captain, zerstöre den Kriegsraum. Ist das der Kriegsraum? Keine Ahnung, wie gesagt, der Captain ist ja auch weg, ne? Hier stand er und hat mich gerettet und jetzt ist er weg. Ist ein geheimer Gang oder so? Ich will die Hälfte. Ah nee, oh, ist das dumm. Da wo dieser eine Typ rauskam. Mann, das kannst du auch nicht sehen in dieser Dunkelheit, ey. Ich sag ja, der Scheiß, hier ist alles dunkel, ey. Der Captain muss geschützt werden. Radonke, Radonke, my Captain for Radonke. Na, tot? Ja. Das Schloss muss geknackt werden. Ja, dann knack es doch. Und er ist noch oben. Warte, muss ich ja nach oben zielen hier, hallo? So viel Spagat kann ich nicht machen mit meinem Controller. Oh, Mann, ich hasse das, wenn die Typen nach vorne stehen. Nachladen. Na, fertig. Alle abgeholt. Muss ich die noch ansprechen? Schützenminister, zerstöre den Kriegsraum. Okay. Und Kommandooffizier erledigen. Kriegsraum. Ach, das ist wirklich dieser dumme Raum, wo ich war. Keine Ahnung. Oder kommt er jetzt gerade? Noch. So geil. Ich liebe das, wenn die Typen immer genau auf mich zurennen, ey. Wenn die einmal vor mir stehen und dann losballern, ey. In Null kann man nicht, ist meine Energie runter. Auf Null. Ich hatte gar keine Zeit, sauber zu spielen. Au, natürlich muss er dann auch diese blöde Todesanimation machen, dass er die ganze Zeit schießt, ey. Bastard, ey.
Ja, dieser, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Greg Gossini, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er einen guten Job gemacht, als er den Soundtrack hier gemacht hat für das Spiel. Ich sag auch, obwohl er auch ziemlich hier untergeht in dem Level. Ah, ist das der Kriegsraum? Nicht deine Ziele erreicht. Oh, ich geh zurück, ich geh schon wieder zurück. Ja. Kriegsraum zerstört. Oder muss ich hier einfach nur irgendwas kaputt machen? Ich habe ja noch mehr Aufgaben, die ich nicht gemacht habe, ne? Nee, zerstören Kriegsraum. Kommandooffiziere eliminieren. Tür öffnen mit Aktionstaste. Ah, hier geht's noch weiter. Wir sollen das rausfinden. Hier sind noch mehr Typen. Nein, das alle Offiziere oder sind hier noch mehr versteckt? Ja, okay, das waren die. Und, warte, wir haben ja bestimmt noch irgendwo eine Granate hier, ne? So, dann mal zurückgehen, genau. Kriegsraum zerstört. Da. Oh, war ja easy. So, hoho. Ja, hast du mich bei der Wisch mit der scheiß Granate, Wichser, ey. Na, ich wollte sagen, kommen hier noch mehr? Den habe ich getötet. Du bist auch getötet hier. Wir müssen Streufeuer. Einmal links rüber gehen. Ihr wollt mich aufhalten. Ja, ihr wollt mich aufhalten. Ich hasse das, wenn die eine scheiß Granate in die Hand nehmen, wenn ich nicht sein. Bam. Solange die wirklich diese bescheuerte Animation machen, wenn ich die abballer, die sind auch vor mir stehen. Ich hätte noch einen. So, jetzt aber. Genug. Kann ich jetzt gehen? Darf ich nach Hause gehen? Ja. Ich hätte auch einfach durchlaufen können. Die Mission war auch ganz schön kurz gewesen, ne? Naja, eigentlich sind ja alle Missionen ziemlich kurz, aber kommt darauf an, wie lange ich mich aufhalte und wie langsam ich mich voranschleiche, ne? Oder vorangehe. Ja, Präzision 31, ich weiß nicht wirklich gut. Aber ich hab ein bisschen mehr Kopf getroffen, aber ich habe irgendwie den rechten Arm priorisiert, warum auch immer. Egal, Luke, speicher deine 8 Kilobyte auf diese Memory Card. Oh, Memory Cards, ey. Ein Scheichen alter Zeit. Mit Xbox 360 war es die letzte Konsole, die nur Memory Cards hatte. Und da hat es eigentlich auch schon keiner mehr benutzt. Naja, Problem war auch gewesen, da man deine Spiele oder deine Spielstände waren ja schon Profile gebunden. Und wenn du das Profil nicht mit rübergenommen hast, dass du, glaube ich, nicht kopieren konntest, sondern nur verschieben, konntest du die nicht laden. Also war es irgendwie witzlos. Aber ich habe es wirklich damals tatsächlich gemacht, dass ich meine Memory Card mitgenommen habe zu Freunden und dann irgendwie das Spiel da weitergespielt habe oder, keine Ahnung, mit ihnen Karten getauscht habe, zum Beispiel bei Yu-Gi-Oh! Ging das? Was bei Yu-Gi-Oh! Gewesen? Keine Ahnung, es gab auf jeden Fall irgendwelche Spiele, wo das dann, ja, wo man eben seine Charaktere benutzen konnte und dann irgendwie zu zweit zu spielen und so weiter. Ich habe ja damals so viele PlayStation 1 Spiele gespielt. Ich habe noch lange PlayStation 1 Spiele gespielt, wo eigentlich schon lange die PS2 draus war, aber ich hatte damals kein Geld und habe auch nicht nebenbei gejobbt, also hatte ich kein Geld dafür, also musste ich ihn mit der PlayStation 1 vorlieb halten, aber naja, war auch nicht verkehrt gewesen, ne, weil die Spiele sind ja nicht schlecht, eigentlich, wie man sieht. Und das Spiel, naja, wohl, das kam noch raus, ich glaube 2000 kam das raus, also ein Jahr vor, nee, ich glaube die PlayStation 2 kam 99 raus in Japan und 2000 in Deutschland, ne, also in Europa, naja, sagen wir es kurz davor oder gerade als die PS2 gelauncht ist. Egal.